Was heißt Ziege? Ist das nicht im. Nee, keine Biersorte. Weißt du das immer? Keine Ahnung. Aber für Müsse haben die, ne? Bitte räumen hier. Jo, mach ich. Christoph. Büsel. Der Muja. Obus. Heute sitzt der Feier ist hier. Letztes Mal haben sie nur mit 8 gespielt. Ja, ja. Gold. Oh, da ist er! Ja. Eisfeld. Und ein Tor. Regel. Wir stehen auch heute.
heute wieder hinter dieser Mannschaft, die mit uns zusammen den ersten Sieg erkämpfen will. Wir stehen hinter der Mannschaft von RWE. Thank you.
Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen an der Hafenstraße und zum Spiel Rot-Weißen gegen die Preußen aus Münster. Da werden viele ganz elektrisch, denn das ist immer wieder ein ganz besonderes Traditionsgerät. Was wollen wir heute? Den ersten Dreiertag einzufahren und einen Sprung ins Mittelfeld der Tabelle zu machen. Wird aber nicht einfach, denn die Deutschen sind als Aufsteiger natürlich auch heiß darauf, von dir heute etwas mitzunehmen. Aber mit Hilfe unserer tollen Fans wird es schon werden. Apropos, das Stadion ist so gut wie ausverkauft. Heißt, es wird eng. Und deshalb die Bitte, frühzeitig eure Plätze einnehmen und auf den Stehtribünen die Zugänge und die Mundwinkel freihalten. Geht bitte gleich nach oben und zu den Seiten durch, sobald ihr auf der Tribüne seid. Und vor allem haltet die Rettungs- und die Flugregel ein. So, und nun wünschen wir euch allen einen tollen Abend hier bei uns im Stadion an der Hafenstraße.
Maximilian Schulz-Alius, Nummer 5, die Jasmine Lahn.
Reihe geht Dorian, die 11, Torben Johannes Peters, 14, Andrew Newton, 15, Simon Scherner, 25, Gerrit Winkamp, 27, Jan Terhorst, 29, Lukas Becklott und die 32, Luca Pazzulli.
Jetzt seid ihr hier und zumindest bis zum Anpfiff steht ihr noch ein bisschen vor uns in der Tabelle, aber das werden wir heute Abend ändern, da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ich kann euch sagen, unsere Mannschaft, die hat sich heute was vorgenommen und viele reden über den Rasen. Ich sage, das ist Hafenstraßenrasen und dann muss man halt damit arbeiten. So spielt man Fußball in Essen. Und zum Fußballspielen in Essen gehört noch immer eine Mannschaft und die hat unser Trainer und das ist Christo Dabrowski. Mit der Nummer 7, Andi! Mit der Nummer 8, der am längsten im Kader spielende Spieler, das ist Cedric Rembrandt! Mit der Nummer 11, Mami! Die Nummer 14 trägt Lukas! Mit der Nummer 23 in der Abwehr! Yeah.
Ich begrüße dich dazu.